SOFIA stands for Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. SOFIA ist im Augenblick das einzig fliegende Infrarotteleskop, was es überhaupt gibt in dem Spektralbereich. It is a true example of an international collaboration and how a program can work incredibly well. We are in Palmdale, California. Palmdale ist ein relativ übersichtlicher Ort, ungefähr eine Stunde nördlich von Los Angeles. And this is one of the locations where the SOFIA program operates from. SOFIA kann Antworten geben auf Fragen, die mit der Bildung der Planeten zusammenhängen, mit der Bildung der Sterne und mit der interstellaren Chemie insbesondere. It is an airborne observatory, a flying telescope. And it does a special kind of astronomy. It does infrared astronomy. Im sichtbaren Bereich sehen wir vor allen Dingen Sterne, also die hellen Punkte. Wir sehen Planeten und Mond. Und die Sonne im infraroten Bereich sieht man andere Dinge. Die Infrarotstrahlung ist energieärmer und das bedeutet, dass wir Moleküle sehen, wir sehen warmen Staub. Wie lagert sich Staub zusammen? Wie strömt Materie in Sterne rein? Diese ganze Sternbildung findet ja im Innern einer dicken Staub- und Gaswolke statt, durch die man nicht durchgucken kann. Und das ist das Schöne bei der Infrarotstrahlung, dass die Infrarotstrahlung durch solche Staubwolken hindurchdringt, weil die Wellenlänge so lang ist. Es gibt dann nicht nur schöne Dinge im Weltall, es gibt auch ein paar kleine unangenehme Teilchen im Weltall, die vielleicht mit der Erde kollidieren. Solange sie nur Meteore erzeugen oder als Meteorite auf den Boden fallen, ist das harmlos. Aber wenn so ein 10-Meter-Körper einmal hier einschlägt, dann könnte es schon unangenehm werden. Und viele Menschen interessieren sich dafür, ob man das voraussagen kann, ob wir Programme haben, das vielleicht sogar abzuwehren. Aber dafür muss man erstmal die Bahnen dieser Körper bestimmen und muss gucken, wo sie herfliegen und ob sie uns bedrohen. SOFIA fliegt mit einer Boeing 747 SP. SP heißt Special Performance. Die SP ist entwickelt worden, um besonders lange Strecken fliegen zu können. SOFIA ist ein mobiles Observatorium. Und das ist ja gerade eine der Stärken von SOFIA, dass wir auf die südliche Hemisphäre fliegen können. Wir können also Rücksicht darauf nehmen, falls mal etwas Besonderes stattfindet. Wir hatten zum Beispiel eine Pluto-Bedeckung durch einen Stern und das war zur gleichen Zeit, wie die Horizon-Mission am Pluto vorbeiflog. Wenn wir nicht mobil gewesen wären, hätte so eine Beobachtung gar nicht stattfinden können. Und so haben wir exzellente Daten gekriegt, an denen immer noch gearbeitet wird und die die Daten, die Horizon nimmt, ergänzen. Normaler Wissenschaftsflug dauert 10 Stunden. Davon brauchen wir circa eine halbe Stunde, um auf Höhe zu kommen. SOFIA has to get very high in the atmosphere to get above the water vapor. Water vapor blocks infrared light from getting to the ground. So we fly in the part of the atmosphere that's called the stratosphere. Normalerweise wird in einem Flugzeug alles vermieden, um irgendein Loch aufzumachen. Und wir haben jetzt eine 4x4 Meter Tür, die wir während dem Flug aufmachen wollen. Das Tor ist ja so groß oder größer als zwei Garagentore eigentlich, wo dann die Luft drüber strömt. They set in an aperture position down there at the Mission Controller Station, Mission Director. And then we take it to track, and from that time now it'll track on an elevation to follow the whatever object they're looking at. You can't feel the vibration or anything when we open the door, so pretty neat design. Das ist wirklich beeindruckend. Warum ist das so?
In der Anfangsphase vom Projekt haben wir Simulationen im Windkanal gemacht und dabei wurde dann die optimale Struktur ermittelt, die dazu geführt hat, dass wir Teleskop einerseits einbauen können und auch bedienen können, andererseits aber auch die Strömungseigenschaften so bleiben, dass man Flugzeug auch sicher fliegen kann. Also das Sophia-Teleskop funktioniert natürlich wie jedes andere Teleskop auch. Aber das Einmalige liegt im Detail. Einmal ist es nämlich ein Teleskop, was sehr leicht ist, denn es muss ja im Flugzeug fliegen. Und zum anderen ist es natürlich viel härteren Umweltbedingungen unterworfen. Denn es muss bei minus 40 Grad genauso gut funktionieren wie bei plus 20 Grad. Es wird jeden Tag durchgeschüttelt beim Start und bei der Landung. Es gibt Turbulenzen oben. Und die ganze Mechanik muss also darauf ausgelegt sein, das auch zu können. Normale Teleskope, die am Boden sind oder im Weltraum, sind in Ruhe. Die Astronomen buddeln tiefe Löcher, tun eine Menge Beton rein, damit das alles stabil steht. Aber das können wir natürlich bei Sophia nicht machen. Und dafür ist es konstruiert worden. Und es gibt, soweit ich weiß, kein anderes Teleskop weltweit, was solche Randbedingungen hat. Alles das, was sich hier dreht, sind zusammen 17 Tonnen im Flugzeug. Wir wissen, dass das Teleskop schwingt. Das schwingt wie eine Hantel. Das würde das Bild natürlich zittern lassen. Damit das nicht passiert, können wir die Bewegung dieses Teleskops messen. Das heißt, wir haben überall Sensoren und wir stellen den Sekundärspiegel so ein, dass er die Bewegung ausgleicht mit hoher Geschwindigkeit. So können wir eine sehr gute Bildstabilisierung erreichen. Sobald wir auf unser Ziel ausgerichtet sind, bewegt sich das Teleskop nicht mehr. Da bewegt sich nur noch das Flugzeug um das Teleskop. Man kann natürlich die Frage stellen, warum Sophia kein Satellit ist. Und ich glaube, Sophia ist ein Satellit, aber er hat Räder. Er kommt also jeden Morgen wieder zurück und startet jeden Abend wieder neu. Und das unterscheidet uns auch von normalen Satelliten. Andere Satelliten schießen sie ins Weltall und dann sind die weg. . 2014 hatten wir die erste Maintenance-Phase für Sophia. Das heißt, das Flugzeug war für 6 Monate bei Lufthansa Technik in Hamburg und wurde quasi komplett auseinandergenommen und gewartet. Und in den 6 Monaten hatten wir auch die Möglichkeit, den Sekundärspiegelmechanismus das erste Mal nach 10 Jahren Boden- und Flugbetrieb auszubauen. Nach 10 Jahren Betrieb sah das System von innen sehr gut aus. Alle kritischen Komponenten wurden auf Risse geprüft und waren ohne Befund. Neben der Wartung des Systems haben wir die Gelegenheit genutzt, um kleine Verbesserungen einzufügen. Sophia ist ja gerade deshalb auch wichtig und nützlich, weil man verschiedene Instrumente dranbringen kann. Das sieht also dann so aus, dass ein Instrumententeam wie wir jetzt 3 oder 4 Mal im Jahr eine Kampagne von 3 oder 4 Wochen hat. Und dazwischen wird das Instrument ausgebaut und andere Instrumente sind für 2, 3 Wochen am Teleskop. Und auf diese Weise können wir uns selbst immer wieder neu erfinden oder Sophia kann sich immer wieder neu erfinden und das hält uns wissenschaftlich natürlich auch attraktiv. So ein Instrument wie GREAT kann eigentlich alles machen. Der Schwerpunkt liegt immer darauf, das interstellare Gas zu untersuchen, den Prozess der Sternentstehung zu untersuchen. Wir machen in dieser Beobachtungskampagne ein großes Projekt, eine große Karte von dem Orionnebel. Das ist der Sonne am nächsten gelegene Region, wo eine massive Gruppe von massiven Sternen, von wasserreichen Sternen gerade in Entstehung begriffen ist. Und das ist sehr dankbar zum Beobachten, weil es wegen der Nähe und wegen der hohen Anregung, wegen der hohen Temperatur in dieser Wolke dort sehr intensive Linien gibt, sodass man sehr gut, sehr zügig, großräumig das ganze Gebiet platzieren kann und damit eine sehr große Menge an Details, sehr großes Datenvolumen sehr schnell erreichen kann. Das ist wirklich eine riesengroße Karte, die wir aufnehmen wollen. Das sind 55 verschiedene Quadrate eingeteilt. Quadrate scannen wir dann einzeln, Stück für Stück und bauen so dann das ganze Gebiet auf. Gestern haben wir halt 5 von diesen Quadraten aufgenommen und wenn heute alles gut läuft, können wir halt nochmal 8, 9 davon aufmachen. Und so baut sich die Mappe dann Flug für Flug langsam auf. Immer mehr Teile kommen dazu. Der Flugplan richtet sich immer nach den Wünschen der Wissenschaftler. Die geben vor, welche Objekte beobachtet werden sollen und danach wird dann der Flugplan ausgerichtet. Mit Sophia haben wir nachweisen können, dass die
Ideen, die wir anfangs hatten, auch wirklich umgesetzt werden können. Das heißt, wir können Teleskop sauber ausrichten, wir können auch bei Turbulenzen immer noch beobachten. The full capability and the potential of the observatory is just now being realized. And so in the next 20 years of operation, I'm really looking forward to how SOFIA will help rewrite some of the textbooks in fundamental physics.